Gestern wurden auch, glaube ich, einige überrannt, weil dann auch alle Läden auf hatten. Auch hier abgesperrt, dass man direkt sieht, was dem Gastronom gehört. Und auch im Deutschen Eck alles gut. Die Leute sitzen. Es feiert keiner, es tanzt keiner. Und wir laufen mal noch eine Runde weiter. Auch hier sieht man, dass alles abgesperrt ist links. Ist natürlich auch sehr sinnvoll, wenn dann irgendwelche Kamerateams hier kommen und die Leute dazu auffordern, Party zu machen, nur damit man pressewirksam Bilder vermarkten kann, dass die Leute hier feiern würden. Ist natürlich Schwachsinn, aber jetzt seht ihr mal, wie das dann funktioniert. So entstehen dann natürlich auch Videoaufnahmen.